Herzlich willkommen, meine Liebe, hier bei Cleopatra Orakel. Wir werden uns die Themen der Liebe wieder anschauen. Und ich drehe hier tatsächlich ein Vorhervideo, weil ich, was ich vor jedem Video des Sternzeichen quasi einspielen werde, weil ich jetzt hier ein bisschen mehr quatschen werde und ich möchte das jetzt nicht 12-mal das gleiche erzählen, weil da bleibt auch immer irgendwas hängen. Ich habe mir das Thema der Woche, der kommende Woche, angeschaut und es ging ganz schnell und ich habe sofort den Film Die unendliche Geschichte gesehen und diesen weißen Hund oder Drachen. Ja, wie auch immer. Ich habe diesen Film tatsächlich nie gesehen. Im Alter bin ich so, dass ich es hätte sehen sollen. Meine Schwester war ein totaler Fan davon, ich eigentlich nicht. Aber der Titel an sich ist schon sehr, für alle, die da so ewig hängen an irgendwelchen Wunschpartner oder Seelenpartner, dann ist das natürlich die unendliche Geschichte. Ein super passendes Thema. Könnte bedeuten, dass es eben wieder zum Aufbruch kommt, weil sie nicht zu Ende geht. Ich musste mich tatsächlich nochmal einlesen, wenn es um diesen Drachen geht. Und zwar, sein Name ist scheinbar Fuhur oder spricht man das vielleicht auch mal anders aus, weiß ich nicht. Es ist ein Glücksdrache. Das ist schon mal gut. Ja, das klingt schon mal mehr als vielversprechend. Diese Fuhur, und jetzt lese ich ein paar Sätze von Drachenwiki. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ja. Und diese Fuhur vertraut immer auf sein Glück und wird nie von ihm enttäuscht. Das ist für mich ein Satz, der besagt, bleib im Vertrauen, ja. Des Weiteren habe ich auch eine interessante Beschreibung geschrieben, gelesen, die mich auch sehr zum Nachdenken gebracht hat, und zwar: Trotz ihrer gewaltigen Körpergrößen sind Glücksdrachen so leicht wie eine Sommerbrise und brauchen daher zum Fliegen keine Flügel. Sie schwimmen in den Lüften des Himmels wie Fische im Wasser. Gegen Wasser jedoch sind sie sehr empfindlich und würden darin erlöschen wie eine Flamme, falls sie nicht durch die ihre Hautatmung zuvor schon ertrinken. So, wenn ich das jetzt lese, ja, und nehme Wasser spirituell gesehen als Emotionen, Gefühle, dann ist das jemand, der durch sein innerlichen Feuer getragen wird, aber immer noch Angst vor seinen Gefühlen hat. Ist das so? Und deswegen eine unendliche Geschichte wird, weil dieser innere Feuer den Wunschpartner wieder zu dir trägt, aber er immer noch nicht sich öffnen kann. Ist das das? Weil er Angst hat vom Ertrinken. Ja, das ist jetzt natürlich ein interessantes Thema und ich bin sehr, sehr gespannt. Es wird sich mit Sicherheit sehr unterschiedlich aufzeigen bei jedem Sternzeichen, aber irgendwas davon werden wir mit Sicherheit sehen und wahrnehmen. Ja? Das heißt, die unendliche Geschichte ist der Titel der Woche. Und wegen allem anderen und die sich drehende Kamera, die mich wieder aufregt, werden wir weitersehen, wie sich diese Situation auf dein Sternzeichen, deine Liebesgeschichte entwickelt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und wir sehen uns gleich bei deinem Sternzeichen-Orakel. Herzlich willkommen, lieber Krebs. Ich freue mich sehr, dass du auch hierher gefunden hast. Du hast dir das Einspielvideo schon angehört und angesehen. Naja, angesehen war nicht viel zu sehen. Aber angehört und ich sage dir nur, wir bleiben in der Drachenwelt weiterhin. Ich habe mir das Energiebild schon zu dir eingeholt und ich habe das chinesische Drachenfest gesehen. Und dieses Drachenfest, da musste ich erstmal nachlesen, das ist auch nicht so mein Thema, ja, aber ich habe mich eingelesen und auch verstanden, welche Botschaft ich hier zeigen möchte. Beim Drachenfest am 2. Februar, und dann kannst du jetzt auch mal schauen, ob dieses Datum für dich eine Bedeutung hat, ja. Am 2. Februar feiern die das
Ja, das erste Fest im Jahr, in dem der Drache den Kopf hebt. So, und anfängt sich zu bewegen. Das ist der Moment, wo es dann immer mehr Niederschläge gibt, also Regen gibt. Ja? Regen bringt spirituell gesehen Emotionen, Gefühle, ja? Auch Wachstum, Pflanzen, ja, Früchte und so weiter. Ne? Auch dafür ist es natürlich wichtig. Das heißt, da geht was in Bewegung. Eindeutig geht da was in Bewegung. Etwas, was man vielleicht gedacht hat, das ist unbeweglich und vielleicht auch schon unlebendig, wird plötzlich wach. Okay? Schauen wir mal. So, vor welcher Herausforderung stehst du, lieber Krebs, in der kommenden Woche? Falsche Zeit geht zu Ende. Die falsche Zeit geht zu Ende und es kommt jetzt die fruchtbare Zeit, ja, 15, 25, 10 Unterschied, das geht zu Ende. Habe sogar das Gefühl, dass dir etwas geklaut wurde. Fruchtbare Zeit, die geklaut wurde. Ja. Okay. Was ist denn die Energie, die dich trägt nächste Woche nicht für dich? 6, 7. Auch 6. Milch und Honig. Also, bis dato hattest du das Problem gehabt, dass du diese Fruchtbarkeit selber gar nicht angenommen hast. Und deswegen hast du einen Abfluss gehabt immer wieder, ja. Es kann energetischer Abfluss gewesen sein, das konnte also alles mögliche Zehrung in welche Form auch immer. Und jetzt geht es darum, dass du, ich meine, ich habe hier 15:51, ja. Milch und Honig steht dir bevor. 15:51, ja. Wenn du dich als fruchtbar siehst, wirst du auch dieses im Außen spiegeln. Ja, da ist irgendwas, was an dir zehrt. Da gab es eine Chance und du wirst die Chance haben, jetzt wieder der Situation entweder neue Wertigkeit zu geben oder die Chance zu ergreifen, dieses zu beenden. Ja? Ja, indem du in die fruchtbare Zeit reintrittst, also eine Veränderung einbringst, indem irgendwas durchbricht in dir, ja, sieht schon alles sehr drachenhaft auch aus, ja, auf den Bildern. Neunte Kelche. Ja, das, was du für Problem hast, ist, dass Übermaß, mehr als genug zu haben, nicht für dich ist. Ja? Und damit, auch wenn es mehr war, musste jemand es dir klauen, damit du wieder davon überzeugt bist,
dass dir das viele nicht zusteht. Und jetzt wirst du die Erkenntnis haben, dass es so nicht stimmt. Milch und Honig mit dem König der Kelch. Neubeginn. Uiuiui, okay. So, bitte 5 Karten für den Krebs. Ich habe die 2 Kelche schon hier gesehen, nur wusste die nicht jetzt gerade zuzuordnen, weil ich habe hier 7 plus 5 ist 12, mit 10 geht irgendwas zu Ende, diese Diebstahl und mit 2 der Kelche geht man voran. Das waren 12 der Kelche. Genau. Gut. So, was haben wir denn da? Eigentlich eine super Woche, eine ganz tolle Woche, ein Neustart, irgendwas wird wieder zum Leben erweckt, ja. Die Idee, mit jemandem in eine tolle Partnerschaft zu gehen, bekommt eine neue Energie. Ja? Ich habe hier das Gefühl, dass hier jemand steht und bewahrt, wann endlich der Regen kommt. Ja, weil hier Trockenheit, hier wartet man, es ist anstrengend, ja. Der Fluss ist nicht da, die Emotionen werden nicht ausgetauscht, es fließt nichts, ja. Aber auch deswegen, weil die Überzeugung davon, der Verstand, dich davon abgehalten hat, ja. Und hier hast du, das ist, ja, hier ist schon, Pflanzen sind da und so weiter, aber eigentlich geht es darum, dass es lange kein Wasser gab und hier hast du genug Wasser. 2 der Kelche, das aufeinander zugehen. Die Führung der geistigen Welt, die dir aufzeigt, auch dir steht das zur Verfügung. Greif zu. Ja, bis dato hast du das nicht angenommen, ja? Du hast diese Chance auf eine glückliche Partnerschaft irgendwie abgelehnt. Gehört mir nicht. Steht nur anderen gut zu. Mir nicht. Das Gericht. Ja. Da wird der Drache zum Leben erweckt, ja? Fängt an, sich zu bewegen. Ja, und du überwindest diesen Pagen hier, der dich davon abhält, glücklich zu sein. Ja? Etwas verwirrt, aber vorwärts gerichtet. Wir brauchen Regen. Ja? Diese Kelche, die das Wasser austauschen, ja, wir brauchen Regen. Flüssigkeitsaustausch. Ja, Ende der Trockenheit, Ende der wüstenhaften, sich gegenseitig Bekämpfens und Beraubung. Jetzt will man gucken. Also, die Karte sagt hier nochmal, erstens, du bekämpfst dich wieder selber. Ja, also du hast da Schwierigkeiten, das wirklich anzunehmen. Das ist das Erste. Das Zweite ist es aber, was ich hier wahrnehme, sind die 9 der Kelche. Und die Karte sagt ja auch, der Schritt in die Partnerschaft geht erstmal mit 9 der Kelche, also eine absolute Selbstliebe. Da musst du hin. Ja? 10 der Kelche kann nur über die 9 der Kelche erstmal erreicht werden. Gut, meine Lieben, wir werden uns dann gleich nochmal dein Gegenüber anschauen. Die Liebenden, was willst du mehr? Mit diesen Karten werden wir uns die Partnerschaft anschauen. Mit den Karten des Chuck Spezzano werden wir noch ein bisschen mehr über dein Gegenüber erfahren. Und wenn ich eine Action sehe, werde ich nochmal eine Zeitkarte ziehen, wo es sich lohnt, nochmal zu erfahren, was denn tatsächlich in diese, wann dieses in die, diese Woche, in der kommenden Woche auftritt. Okay? Falls du diese Fortsetzung sehen möchtest, den Link zu der Fortsetzung findest du in der Beschreibung des Videos sowie im ersten Kommentar angepinnt von mir. Und falls nicht, weil wir uns dann nicht sehen, erlebe es, genieße es, genieße dieses Fest. Lass es regnen. Wir haben gerade genug Regen, ne?
Genau, lass es regnen und lass es zu, was da passieren mag. Das ist gut, da bist du geführt von oben. Okay, ich wünsche dir alles Gute. Tschüssi.